Also wir sind im autonomen Zentrum. Es ist im Prinzip ein besetztes Haus. Sprich, es haben sich ein paar hundert Leute zusammengefunden, nachdem sie anderthalb Jahre nach einem Raum gesucht haben für eine Jugend- und Kulturstätte. Und haben sich dann überlegt, nachdem sie nichts bekommen haben, dass sie dieses leerstehende Haus von der Sparkasse einfach besetzen. Sie sind bislang noch nicht geräumt worden. Es ist ein bisschen, sagen wir, alternativ, ein bisschen dreckig, ein bisschen runtergekommen, aber mit ziemlich viel Liebe eingerichtet. Jeder Raum hat so seine Bedeutung. Und also mir gefällt es hier super gut, muss ich sagen. Ich werde definitiv auch zurückkommen. Das autonome Zentrum, so wie wir es verstehen, erstmal von der Begriffsdefinition, steht autonom für selbstorganisiert, selbstverwaltet. Und genau das passiert hier. Es ist ein Ort, wo Leute selbstorganisiert Veranstaltungen, kulturelle Projekte, politische Sachen selbstorganisiert auf die Beine stellen können. Unkommerziell und ja, für alle offen. Also angefangen hat das Ganze eigentlich mit der Schnapsfabrik, ein Ort, wo Veranstaltungen stattgefunden haben, Ateliers, Proberäume, Partys, ziemlich viele schöne Sachen, großer bunter Ort, der von vielen Menschen genutzt wurde. Der wurde vor anderthalb Jahren vom Bauordnungsamt geschlossen. Daraufhin hat sich die Kampagne Piranha gegründet, eine Kampagne für ein autonomes Zentrum, und hat dann anderthalb Jahre ganz viel Arbeit geleistet, um diese Idee nach vorne zu bringen, um mehr Leute dafür zu begeistern. Sie haben viel mit Politikern gesprochen, um die versucht zu begeistern für diese Idee, um eben einen unkommerziellen und selbstverwalteten Ort für Kunst, Kultur und Politik zu schaffen. Und nach anderthalb Jahren, die Kampagne ist immer weiter gewachsen und viele Politiker kannten uns auch, aber all die Gespräche haben gar nichts gebracht. Im Endeffekt, niemand schenkt einem ein Haus, und deswegen war uns klar, wir müssen Fakten schaffen, und deswegen haben wir vor 3,5 Monaten dieses Haus besetzt. Hier der Umgang miteinander und dass jeder merkt, boah, wenn wir zusammen hier was anpacken, können wir eine ganze Menge auf die Beine stellen. Und das auch mit wildfremden Menschen, jeder duzt sich hier, und wenn du mal Hilfe brauchst, fragst du, hier kannst du mal kurz mit anpacken, und 2 Stunden später legst du dir in den Arm, hast einen neuen Freund gefunden. Das ist ein ziemlich guter Umgang hier miteinander, und das ist eigentlich der Aspekt, der mir hier am besten gefällt an dem AZ, dieses gemeinsame Miteinander. Ja, man betrifft sich ja auf gleicher Augenhöhe, denke ich. Man kann verschiedenste Angebote nutzen, man kann verschiedenste Angebote einstellen. Zum Beispiel habe ich gesehen, es gibt einen Spanischkurs, es gibt verschiedene andere Dinge. Man trifft sich, kommt zusammen, man muss nicht viel Geld ausgeben. Es ist einfach nur das, ja, Zusammenleben, zusammen unterhalten, zusammen eine gute Zeit erleben, habe ich das Gefühl. Lasst es uns doch einfach, solange es das Gebäude noch steht, lasst es uns doch nutzen, solange es sowieso leer steht. Aber auch ohne Duldung, wir machen hier so lange weiter, bis sie uns rausräumen. Und außerdem ist uns auch klar, selbst wenn sie uns morgen räumen, mittlerweile hat diese Idee hier so viele Leute angesteckt, dass sie uns zwar aus diesem Haus hier rauskicken können, aber die Idee lebt weiter, und wir machen weiter, bis wir unser autonomes Zentrum haben. Und dafür haben wir, glaube ich, hier jetzt noch viele, viele neue Mitstreiterinnen gewonnen. Aus der Gesellschaft, sage ich mal, ausgebrochen, ist eine ganze Weile durch die Welt gereist, beziehungsweise durch Deutschland gereist, und ist dann hierher nach Köln in seinen Heimatort zurückgekehrt mit seinem Zirkuswagen
und hat sich im Prinzip hier auf einem leeren Fleck Erde niedergelassen und hat hier sein Haus hochgezogen. Also ich glaube, das ist jetzt für mich auch das erste Mal seit 3 oder 4 Jahren, dass ich den öffne. Den Beuys-Koffer, den habe ich zusammengepackt vor, das bestimmt 18 Jahre her, habe ich den Koffer gepackt in der ersten Form, nachdem ich eben Josef Beuys, ein Künstler, ne, der Nachkriegszeit, und der ist irgendwie in meinem Leben wichtig. Nicht, weil ich das erlebt habe, ihn wirklich kennenzulernen oder bei ihm zu studieren. Aber nach meinen Wanderjahren, ne, also ich war in diesen Wanderjahren sozusagen eigentlich auf einem anderen Planeten unterwegs. Ja. So, und dann bin ich ja wieder zurück in die Stadt gekommen und habe dann halt Künstler, was auch immer mehr. Und dann gab es eben auch immer mehr Leute, die aus dem Schülerkreis von Beuys kamen. Und über diese Beschäftigung mit ihm, die habe ich dann auch mal intensiviert. Ne? Über diese Beschäftigung mit ihm habe ich sehr viel begriffen von dem, was ich selber an Wahrheiten oder Eigenheiten oder Arbeitsweisen entwickelt habe. Ich bin ja 365 Tage im Jahr, seit 30 Jahren bin ich hier. Wer ist das schon? Ja? Stimmt. So, und ich lebe nicht hinter verschlossener Tür. Ne? Also es ist die beste Form, die ich gefunden habe, die meinem Herzen entspricht eben. Ich bin jemand, ich bin eigentlich ein offener Typ, weißt du? So, ich bin gerne für jeden da. So. Ne? Aber es ist ja umgekehrt. Ne? Wenn wir hier diese Kultur ansehen, die besteht ja aus Nichtanwesenheit. Es ist ja fast niemand da. Ne? Versuch jemanden, der in der Wohnung lebt, zu erreichen. Ja? Deswegen muss man ja, reicht ja eben schon nicht mehr ein Telefon zu haben. Jetzt muss man einen Anruf beantworten, aber dann ist auch aus. Jetzt muss man wieder ein Handy haben für die Erreichbarkeit. Gleichzeitig hat aber jeder so ein Geschwindigkeitslevel. Muss, ne? Und Uhr und Programm, alles ist im Programm drin. So, jetzt habe ich dir aber erstmal hoffentlich mal so. Bist du ein bisschen zufrieden jetzt? Ja. Super. Komm, ich habe mal ein ganz schönes Zimmer für dich. Wo lebst du? Hier in Köln. Du hier momentan. In Köln, okay. Mülheim. Und studierst irgendwie dort? Wirtschaft? Ja. Weißt du, woher das Wort Wirtschaft kommt und was das mal bedeutet hat? Was hat das denn mal bedeutet? Das heißt Gastfreundschaft. Nicht wirklich. Ganz ehrlich, das Gastmahl, die Gastfreundschaft. Also, ich hatte eine längere Unterhaltung mit ihm. Es war unglaublich spannend, seine Geschichte zu hören, seine Vision zu hören. Denn also mir hat es bewusst gemacht, dass jede Vision, jeden Traum, den man hat, egal wie komisch oder absurd er ihm selbst vorkommt, man ihn auf jeden Fall leben kann und verwirklichen kann. Man braucht nur den Willen dazu. Und das hat er hier definitiv verwirklicht. Es war ein unglaublich spannender Tag. Es war, denke ich, einer der intensivsten Tage, die wir bisher hatten. Wir hatten sehr, sehr viele Eindrücke von Menschen mit Ideen, die semi-legal durchgesetzt worden sind, aber mit sehr, sehr viel Sinn dahinter.